Hallo, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz der Partei Die Linke, heute mit Susanne Ferschel, Leiterin aus der Bundestagsfraktion für den Bereich Arbeit und Soziales und Parteivorsitzenden Martin Schürdewan. Wir haben mit verschiedenen Themen, unter anderem nochmal Nachklapp zum Bürgergeld und die Diskussion um die Staatsbürgerschaftsreform, Lützerath und der Angriff der Türkei auf die kurdischen Gebiete. Ja, guten Tag. Herzlich willkommen bei der Pressekonferenz der Linken. Ich freue mich, heute mit zwei freudigen Nachrichten in die Pressekonferenz einsteigen zu können. Zunächst möchte ich von hier aus unserer Kandidatin und jetzt gewählten zukünftigen Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger in Rostock herzlich gratulieren zu ihrem wirklich überzeugenden Wahlerfolg. Die Linke hat noch Feuer, die Linke gewinnt Wahlen und wir freuen uns umso mehr, dass das auch so deutlich mit 58,4% der Stimmen der Rostockerinnen und Rostocker eine Mehrheit gefunden hat. Das politische Angebot, das Eva-Maria Kröger dort zur Wahl gestellt hat, sie selbst authentisch, klug aus dem Osten, lange aktiv in Rostock mit einem klaren Programm für eine Verkehrswende, für soziales Wohnen, für eine solidarische Stadt. Und das hat die Leute überzeugt und wir freuen uns sehr und hoffen, dass diesem Erfolg bald weitere folgen werden. Zweite sehr positive, auch sehr freudvolle Nachricht ist, dass der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen seine Bereitschaft erklärt hat und auch auf Bitte des Parteivorstandes, des Landesvorstandes in Thüringen sich bereit erklärt hat, wieder als Ministerpräsidentenkandidat in die nächste Landtagswahl in Thüringen zu ziehen. Die steht ja 2024 an und auch das ist ein klares, ein starkes Signal an die Thüringerinnen und Thüringer. Das ist eine gute Nachricht für Thüringen. Das ist aber auch eine gute Nachricht für die Linke, dass Bodo Ramelow bereit ist, das Amt des Ministerpräsidenten auch in der Zukunft auszufüllen. Und wir sind auch sehr fest davon überzeugt, dass das in Zukunft auch so sein wird. Und die Bundespartei und der Landesverband werden sehr eng auf dieses Ziel hinarbeiten. Das die freudvollen Nachrichten zu Beginn der Pressekonferenz. Jetzt würde ich gerne an Susanne Ferschel das Wort erteilen. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Leiterin des Arbeitskreises Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie. Und sie wird eine Bewertung der Ergebnisse der Bürgergeldreform vornehmen und gleichzeitig einen Ausblick. Susanne, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich würde gerne mit einer kurzen Gesamteinschätzung starten, und zwar das Ergebnis des Vermittlungsausschusses letzter Woche, das ja letztendlich die Ampel mit der Union vorrangig erzielt hat. Ich möchte es an der Stelle einfach deutlich sagen, ist schon ein Kniefall vor der Union und deren neoliberalen Menschenbild des faulen Arbeitslosen und das, was da stattgefunden haben, was wir erlebt haben, dass praktisch Erwerbstätige und Sozialleistungsempfänger gegeneinander ausgespielt werden, ist weder christlich noch sozial. Das möchte ich an der Stelle von vorneweg sagen. Aber man muss natürlich auch wissen, dass das Bürgergeld von Anfang an, auch so wie es die Ampel aufgezogen hat, nicht dazu gedacht war, Hartz IV zu überwinden. Ich möchte es anhand von drei Punkten verdeutlichen. Einmal, der erste Punkt sind die Sanktionen. Da kam es jetzt im Vermittlungsausschuss zu einer deutlichen Verschlechterung, weil ja jetzt auch praktisch innerhalb der ersten 6 Monate es möglich sein soll, dass Menschen sanktioniert werden. Und damit hat die Union dafür gesorgt, dass, obwohl sie immer gesagt hat, sie möchte sich für die hart arbeitende Bevölkerung einsetzen, hat sie dafür gesorgt, dass aber jetzt die Menschen weiterhin in den Niedriglohnbereich gedrängt werden, in prekäre Beschäftigung gedrängt werden, eben weil sie zu jeder Arbeit gezwungen werden können. Es gibt nur eine Ausnahme, das ist der ganze Bereich der Thema Weiterbildung. Eine Weiterbildung muss nicht abgebrochen werden und tatsächlich ist es so, dass ein Schulabschluss oder ein Ausbildungsabschluss Vorrang hat vor Arbeit. Das begrüßen wir auch sehr, das ist sehr, sehr gut. Aber ansonsten bleibt es eben bei einem Sanktionssystem und da muss man sich auch ehrlich machen, die Sanktionen sind der harte Kern von Hartz IV. Es ist ein Disziplinierungsinstrument für Beschäftigte und ist dazu gedacht gewesen, die Beschäftigten dem Niedriglohnbereich zuzuführen. Nicht umsonst hat Gerhard Schröder, der damalige Kanzler Gerhard Schröder, mit Stolz erwähnt, dass es gelungen ist, einen der größten Niedriglohnsektoren in Deutschland zu kreieren. Und ich möchte es an der Stelle auch kurz erwähnen, dass das natürlich auch wirtschaftspolitischer völliger Quatsch ist.
weil wir in Zeiten des Fachkräftemangels leben und es dringend nötig ist, die Menschen zu qualifizieren und weiterzubilden, statt sie praktisch als billige Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt zuzuführen. Und für uns ist eines ganz klar, solange die Sanktionen nicht abgeschafft sind, solange ist für auch nicht Hartz IV überwunden. Der zweite Punkt ist, dass nach wie vor der Druck auf Arbeitslose sehr, sehr hoch ist. Wir sehen das, dass es anhand des Schonvermögens auch nochmal Verschlechterungen gab im ursprünglichen Entwurf des Bürgergeldes. Schonvermögen für Alleinstehende ist von 60 auf 40.000 Euro reduziert worden, statt 2 auf ein Jahr zurückgegangen. Ebenso ist es bei den Kosten der Unterkunft, die auch praktisch nur noch für ein Jahr als angemessen anerkannt werden. Und auch da muss man sehen, dass wir einen Paradigmenwechsel hatten zu dem Zeitpunkt, als Hartz IV eingeführt worden ist. 2005 ist nämlich die damalige Arbeitslosenhilfe abgeschafft worden. Und das war noch der Punkt, wo es wirklich eine Lohnersatzleistung gab, wo es wirklich auch noch drum ging, den Lebensstandard abzusichern. Und es ist mit dem Hartz-IV-System abgeschafft worden, weil jetzt, egal wie lange jemand in Arbeit war, nach einem Jahr Arbeitslosengeld in Hartz IV fällt. Und es ist natürlich auch eine riesige Ungerechtigkeit, eine Nichtachtung der Lebensleistung und wird auch aus meiner Sicht raus dem Versicherungssystem überhaupt nicht gerecht. Und deswegen ist es der zweite Punkt, wo ich sage, Hartz IV ist erst dann überwunden, wenn wieder entsprechend auch die Arbeitslosenversicherung so ausgebaut ist, dass sie Menschen wirkungsvoll schützt und wirklich unterstützt, wieder in Arbeit zu kommen und nicht davon ausgeht, dass mit entsprechendem Druck und Zwang gearbeitet werden muss, weil es verkennt, dass meistens nicht ein persönliches Problem ist, sondern strukturelle Probleme am Arbeitsmarkt sind, dass jemand nicht in Arbeit findet. Der letzte Punkt abschließend, und daran hat sich gar nichts geändert im Vermittlungsausschuss, ist die Höhe der Regelleistungen. Die vorgesehenen Regelsätze sollen um etwas mehr als 50 Euro erhöht werden. Und jetzt müssen wir uns zurückerinnern, was dieses Jahr passiert ist. Anfang 2022 ist der Regelsatz um sage und schreibe 3 Euro angehoben worden auf 449 Euro. 3 Euro in der ganzen Zeit jetzt, wo die Kosten massiv steigen. Wir haben eine Inflation von ungefähr 10%. Das schafft diese 50%, das gleicht es ungefähr aus, aber es vernachlässigt eben, dass Lebensmittel weit über 20% teilweise teurer geworden sind. Und das sind ja genau die Produkte, die Menschen mit einem niedrigen Einkommen oder im Hartz-IV-Bezug überproportional brauchen. Deswegen sind sie überproportional von der Inflation betroffen. Deswegen reicht diese Regelsatzerhöhung nicht aus. Und ich will an der Stelle auch nochmal in Erinnerung rufen, dass insbesondere Kinder, also fast ein Drittel der Hartz-IV-Betroffenen sind Kinder und Jugendliche, der Satz für Ernährung so gering bemessen ist, dass Experten davon sprechen, dass es zu Wachstumsverzögerungen kommt, dass es zu Mangelerscheinungen kommt. Und ich finde das tatsächlich skandalös. Und damit wird auch der jetzige Regelsatz dem Ganzen nicht gerecht. Wir sagen, wir brauchen mindestens 200 Euro als Regelsatzerhöhung. Das ist im Übrigen auch das, was die Wohlfahrtsverbände in großen Teilen fordern, über 200 Euro. Und wir sagen, es muss der Regelsatz endlich ehrlich berechnet werden und nicht künstlich kleingerechnet werden, sodass bestimmte Posten gar nicht vorgesehen sind, zum Beispiel mal ein Kindergeburtstag oder mal eine Essenseinladung oder Ähnliches. Für uns ist Hartz IV erst dann überwunden, wenn Menschen wirklich am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und wenn ein Leben in Würde möglich ist. Das ist die kurze Einschätzung meinerseits von dem Bürgergeld. Vielen Dank, Susanne. Ich gehe weiter zum nächsten Thema, zur Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Der Pass ist der edelste Teil des Menschen, hat Bertolt Brecht mal gesagt. Das hat er mit all der notwendigen Ironie an dieser Stelle formuliert, als überzeugter Humanist. Allein Ironie in der Politik scheint selten zu funktionieren, wenn man sich jetzt die Schwadroniererei des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz anhört, der davon redet, dass mit der Idee der Staatsbürgerschaftsreform, die jetzt von der Ampel vorgestellt wurde, Pässe entwertet werden. Hier scheint es auf eine Wiederaufführung einer populistischen, in Teilen rassistischen Debatte hinauszulaufen, durch die Union befeuert. Das ist natürlich aufs Schärfste zu kritisieren. Deutschland ist seit langer Zeit ein Einwanderungsland. Deutschland braucht unserer Ansicht nach einen auf Menschlichkeit, aber auch auf den an den gesellschaftlichen Entwicklungen orientierten Staatsbürgerschaftsrecht. Susanne hat darauf hingewiesen gerade. Wir haben ein
massiven Fachkräftemangel in Deutschland. Wir leben seit längerer Zeit in einer alternden Gesellschaft. Gleichzeitig haben wir Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, zu uns Zuflucht suchen. Das heißt, Teilhabe ist auch eine Voraussetzung für eine funktionierende Gesellschaft über Partizipationsmöglichkeiten, aber auch eben über eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Vielfalt und Diversität unserer Gesellschaft sind als Gewinn zu betrachten und nicht als eine Bedrohung. Und hier droht jetzt aber die Union in einen Kulturkampf von rechts zu verfallen. Sie rüstet offensichtlich dafür auch schon, wenn ich die Aussagen des Vorsitzenden der Union richtig deute. Das wird dann wieder eine ganz hässliche politische Debatte in diesem Land geben, die auch von rassistischen Untertönen geprägt sein dürfte. Hier fordern wir die Ampel auf, sich dem entgegenzustellen und tatsächlich auch die angekündigten Erleichterungen im Staatsbürgerschaftsrecht umzusetzen, auch wenn unserer Ansicht nach es eigentlich einen Systemwechsel braucht, der da bedeutet, dass alle hier geborenen Kinder natürlich ein Anrecht haben auf die deutsche Staatsangehörigkeit und der auch bedeutet, dass Migrantinnen, die hier nach 5 Jahren rechtmäßig Aufenthalt in der Bundesrepublik genossen haben, auch den Rechtsanspruch auf die Einbürgerung erwerben. Das dazu. Nächstes Thema, kurz zu den türkischen Angriffen auf die kurdischen Gebiete. Das Thema beschäftigt uns ja schon eine Weile. Die Bundesregierung selbst hat im Übrigen diese Angriffe als völkerrechtswidrig eingeordnet. Dann fährt die Bundesinnenministerin in die Türkei, trifft sich dort mit ihrem Counterpart, ihrem türkischen Counterpart und mahnt dann die türkische Regierung dazu, dass doch bitte diese völkerrechtswidrigen Angriffe, so hat die Bundesregierung diese Angriffe ja selbst eingeschätzt, mit Augenmaß vorgenommen werden sollen. Also jetzt soll die Türkei praktisch mit Augenmaß das Völkerrecht brechen. Ich finde, die Bundesregierung ist schärfstens dazu angehalten, an dieser Stelle mal zu einer einheitlichen Kommunikation zu finden. Das ist unglaublich, dass der sogenannte NATO-Partner, die türkische Armee, die Kurdinnen und Kurden völkerrechtswidrig angreift und die Bundesregierung dann zu solchen Aussagen gelangt. Nochmal ganz deutlich, die türkischen Angriffe sind völkerrechtswidrig. Die Bundesregierung muss sich entsprechend verhalten und weitere Angriffe des NATO-Mitglieds verhindern. Dieser Krieg muss sofort gestoppt werden. Und wenn dieser Krieg nicht sofort eingestellt wird, dann müssen Waffenexporte in die Türkei sofort gestoppt werden, damit die Türkei auch mitkriegt, dass dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg zu beenden ist. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass die Kurdinnen und Kurden die Verbündeten in der Region waren, auch bei der Niederschlagung des IS und des Islamischen Staates, also der Terrororganisation des Islamischen Staates. 12.000 der internationalen IS-Kämpfer sitzen heute noch in der Region in kurdischen Gefängnissen und die Angriffe der Türkei bedrohen damit natürlich auch die Sicherheit dort in der Region, aber auch die Sicherheit hier bei uns. Deshalb nochmal, die Bundesregierung muss da eindeutig Stellung beziehen und nicht so wischiwaschi agieren wie die Bundesinnenministerin. Und ein letzter Punkt, ganz kurz nur zur Lützerath-Räumung, zur angekündigten Lützerath-Räumung. Also ich weiß nicht, was die Landesregierung in NRW, also Schwarz-Grün, dort treibt. Tatsächlich entgegen jeglicher politischer Vernunft und entgegen jeglicher gelingender Klimaschutzpolitik Lützerath weiterhin abbaggern zu wollen, das ist völlig aus der Zeit gefallen. Das ist ein Frontalangriff auf die Vernunft und auf den Klimaschutz. Und deshalb möchte ich sagen, dass die Linke natürlich an der Seite der Klimaschützerinnen und Klimaschützer dort in Lützerath steht und dass, wenn die Drohung wahrgemacht werden sollte, dass dort geräumt wird, natürlich auch parlamentarische Beobachterinnen und parlamentarische Beobachter von uns vor Ort sein werden. Wir fordern allerdings ein Räumungsmoratorium. Lützerath sollte gar nicht erst abgebaggert werden. Das entspräche sowohl der politischen Vernunft als wäre auch klimaschutzpolitisch sinnvoll. Vielen Dank und jetzt freuen sich Susanne und ich auf Ihre Fragen. Frau Palzer. Ihrer Wähler dafür, dass es Sanktionen bei Hartz IV oder zukünftig Bürgergeld geben soll. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, dass auch das dem Klima geschuldet ist, was wir erlebt haben, sage ich mal, dass tatsächlich auch die Union noch mal dazu beigetragen hat, das Ganze zu verschärfen, um eben den Blick nach unten zu richten und dort den Sozialneid zu schüren, wohingegen überhaupt nicht diskutiert wird, dass es Steuerhinterziehungen gibt, die, sage ich mal, gar nicht geprüft wird oder dass wir eben keine Vermögenssteuer oder Abgabe haben. Also der Neid der Union, sage ich mal, wurde nach unten geschürt, wohingegen wir ja eigentlich die Problematik
Blick haben, dass wir den Blick eher nach oben richten müssten. Herr Büro. Ich habe zwei Fragen gefasst, eine zum Thema Türkei und Herrn Schildermann. Was die Höhe oder der Regelsätze betrifft, haben Sie gesagt, 200 Euro sollte es mehr sein. Es gibt ja aber für die Betroffenen auch gar nicht so unerheblich oder wird es geben, gar nicht so unerhebliche Erhöhung des Wohngeldes. Haben Sie das in Ihren Überlegungen mit einbezogen? Und die zweite Frage zum Thema Hartz IV. Das gehört ja quasi zu den Gründungsgründen der Linken, Hartz IV. Sehen Sie denn immer noch, trotz der Veränderungen, die es da jetzt gibt, durch die Veränderung des Namens, also das jetzt Bürgergeld heißt, immer noch für die Linken Potenzial, dort bei den Betroffenen Anknüpfungspunkte zu finden, Mobilisierungspotenzial, so wie es vielleicht früher mal der Fall war? Und meine Frage zur Türkei, Herr Schildermann, wer sind denn Ihre Ansprechpartner unter den Kurden? Also ist die YPG, die PKK, die HDP oder alle drei? Ich fange mal mit Ihrer zweiten Frage an mich an. Ich bin, ja, Hartz IV gehört zum Gründungskonsens unserer Partei und ich bin überzeugt davon, dass es nach wie vor ein Thema ist, was uns beschäftigen wird und woran wir auch dranbleiben müssen. Weil, so wie ich versucht habe darzustellen, eben das Bürgergeld keine Überwindung von Hartz IV ist. Aus unserer Sicht heraus gibt es schon ein paar Verbesserungen. Aber im Wesentlichen bleibt es dann doch bei dem Hartz-IV-Regime. Es ist kein Systemwechsel, es bleibt dabei, dass es Armut per Gesetz ist. Das habe ich so ein Stück weit versucht darzustellen. Und das ist auch so, dass, und das ist ja eigentlich das, wie ich gesagt habe, der eigentliche Kern auch von Hartz IV, dass durch das Sanktionsregime nach wie vor Menschen gezwungen werden, jede Arbeit anzunehmen. Egal, ob sie tarifgebunden ist, egal, ob sie ortsüblich entlohnt ist oder ähnliches. Und das ist der große Kritikpunkt, weil das natürlich dazu führt, dass wir weiterhin einen Niedriglohnbereich haben werden und auch weiterhin, sage ich mal, Beschäftigung im prekären Bereich fördern. Wohngeld wird sich was verbessern, tatsächlich. Aber es reicht aus unserer Sicht daraus nicht aus, um den Menschen wirklich ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und tatsächlich ist es ja so, dass jetzt auch durch diese Veränderungen im Vermittlungsausschuss ja auch wieder Veränderungen stattfinden, was die Angemessenheit der Wohnung anbelangt. Und so wie ich versucht habe darzustellen, ist ja so, dass nach einem Jahr Arbeitslosengeld bereits der Schritt in Hartz IV erfolgt. Ein Jahr später, wenn man dann keine Arbeit gefunden hat, ist dann auch die Wohnung, sage ich mal, unter Umständen nicht mehr diejenige, die man behalten darf. Und das ist aus unserer Sicht daraus einfach zu kritisieren und bleibt zu kritisieren. Vielen Dank für die Frage. Also um da ganz deutlich zu sein, die HDP ist natürlich unsere Schwesterpartei in der Region. Ich war da auch selbst auf dem Parteitag, ich glaube im Juni fand der statt oder ich glaube ja im Juni war das, habe dort geredet und unsere Solidarität zum Ausdruck gebracht. Die HDP ist ja gerade von einem Verbotsverfahren bedroht. Wir wissen nicht genau, ob die Partei verboten werden wird oder weiterhin an der türkischen Demokratie teilhaben kann oder vielmehr dafür zu sorgen, die Türkei weiter zu demokratisieren. Der Angriff ist politisch koordiniert, unserer Ansicht nach. Erdogan hat offenkundig ein Interesse daran, die kurdische Selbstbestimmung auch zu unterminieren, auch indem die HDP verboten wird. Die YPG war die Partnerorganisation bei der Niederschlagung des IS in der Region in Syrien. Auch dort sind selbstbestimmte Strukturen aufgebaut worden. Von daher denke ich, muss man da auch zu einer Neubewertung überhaupt der kurdischen Bewegung in der gesamten Region kommen. Das gilt auch für die PKK, die ja den IS auch im Irak niedergeschlagen hat. Ich glaube, man muss da zu einer Neubewertung gelangen. Ich sehe noch eine Rückfrage von Frau Palzer. Keine Rückfrage, neues Thema. Zum Thema Munition. Heute gibt es ja im Kanzleramt diesen kleinen Munitionsgipfel, wo Herr Scholz wohl nicht dabei sein wird, aber eben auf Beamtenebene mit Vertretern der Rüstungsindustrie zum Thema fehlende Munition bei der Bundeswehr, aber natürlich auch bezüglich der Lieferung in die Ukraine gesprochen wird. Wie ist eigentlich Ihre Position zum Thema Munition? Hat da die Bundesregierung in den letzten Jahren was verschlafen? Oder sagen Sie, jede Munition weniger ist eine bessere Munition?
Naja, wenn wir über die Bundeswehr reden, müssen wir ja über grundsätzliche Ausrüstungsprobleme reden tatsächlich. Unserer Ansicht nach hilft da aber kein 100 Milliarden Sondervermögen an dieser Stelle. Das ist völlig falsch investiertes Geld, sondern wir müssen natürlich massiv gucken, wo die Ausstattungs- und Beschaffungsprobleme in der Vergangenheit begründet liegen und dort systemisch eingreifen. Das ist die Position, die die Partei sowohl hier vertritt, als auch mit der Bundestagsfraktion an dieser Stelle teilt, nämlich genau zu gucken, wo die eigentlichen Ursachen liegen dafür, dass die Bundeswehr im Moment nicht in der Art und Weise ausgestattet ist, wie sie sich selbst das wünscht. Über Abrüstung wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht reden, sondern es geht tatsächlich um Beschaffung und Abrüstung. Prinzipiell bleiben wir natürlich bei der Position, dass je weniger Militär für Frieden sorgen muss, wir auf dem richtigen Weg in der friedlichen Entwicklung der Gesellschaft sind. Dafür müssen aber entsprechende Voraussetzungen auch geschafft sein. Und die Bundeswehr offensichtlich hat da ein paar Mängel, die es zu beheben gilt. Herr Bochum. Ich habe noch eine Nachfrage zur PKK. Wenn Sie sagen Neubewertung, sind Sie dafür, das PKK-Verbot aufzuheben? Und dann habe ich noch eine grundsätzliche Frage an Sie beide, die Ihre Partei betrifft. Wir sitzen hier, als ob sozusagen wir im ganz normalen Parteialltag Ihrer Partei sind. Das ist aber nicht so. Ganz offensichtlich, die Spaltung droht. Was tun Sie denn dagegen? Was tun Sie dagegen, dass aus Ihrer Partei wesentliche Teile sich ausgründen, glaube ich, ist das Wort. Ich kann die erste Frage in einem Satz beantworten. Ja, ich bin dafür, dass das PKK-Verbot aufgehoben wird. Und die zweite Frage bezüglich der Spekulation über Ausgründung, wie Sie es formuliert haben, das ist natürlich alles nicht hilfreich. Das ist im Moment, das schadet der Partei, das muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Aber wir tun, und ich weiß nicht, ob ich da für dich jetzt mitsprechen kann, Susanne, aber ich gehe davon aus, dass ich das kann, alle, die in Verantwortung sind, das Notwendige, um die Partei zu stabilisieren, als plurale Partei zu erhalten, einen gemeinsamen Positions- und Kommunikationskorridor weiterzuentwickeln und entsprechend auch gestärkt miteinander Politik zu gestalten. Das heißt, wir arbeiten an konkreter Konfliktlösung und ich hoffe und bin eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir dabei sehr erfolgreich sein werden. Also mal ganz konkret gefragt, reden Sie mit Frau Warnecke? Ja. Und direkt um ihn? Das wäre, ist die Grundvoraussetzung für ein Gespräch. Nein. Ja. Wir sind in Gesprächen. Ich würde diese Gespräche gern vertraulich auch behandeln an dieser Stelle. Und Gespräche basieren darauf, dass man miteinander im Austausch steht. Und ich habe ja geschildert, warum sich auch diese Gespräche ranken. Und von daher belassen wir es an dieser Stelle dabei. Okay. Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir natürlich auch genauso in der Fraktion, insbesondere als diejenigen, die auch in Verantwortung stehen im Vorstand, uns natürlich darum bemühen. Ich würde sagen, es ist mal relativ platt, dass wir den Laden zusammenhalten, weil wir wissen, dass das notwendig ist. Und ich kann da auch nur auf meine persönliche Vita so ein Stück weit zurückblicken. Ich war lange Zeit Betriebsratsvorsitzende und ich weiß, dass Betriebsräte nur dann erfolgreich sind, wenn sie in den Grundkonsens finden und miteinander arbeiten. Und das wird auch bei uns natürlich der Fall sein und wieder in Zukunft möglich sein. Danke, ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Susanne, vielen Dank, Martin. Ihnen danke fürs Interesse und eine schöne Woche. Vielen Dank. Dankeschön.